Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Tag 4 hier in 60 Parsecs. Wir haben quasi noch diesen und morgen. Ansonsten geht's Montag weiter. Ich bin gespannt, ob wir wirklich so lange durchhalten. Tag 47, das ist richtig krass. Ja gut, wir haben uns auf jeden Fall in der letzten Folge ja nicht schützen können. Wir sind jetzt krank. Wir heilen uns auf jeden Fall erstmal. Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen, auch wenn das Spiel nie beendet wurde. Die Spielstände bestehen aus Mineralien, die wir verwenden können. Ich bin normalerweise keine, die anderen gerne den Spaß würde, aber bei dem Spielstand steht der Gewinner ja ohnehin schon fest. Es wird sie also sicher nicht stören, wenn wir das ein oder andere 0 oder X zerstören. Sollen wir so frei sein und die Teile als Ressourcen verwenden? Ja klar, logisch. Ich brauch alles jetzt. Alles, was ich kriegen kann. Okay, ich bin wieder gesund. 20 Mineralien, aber auch nur Steine. Der Aufbau der übergroßen 3 Gewinnspiels war ein voller Erfolg. Wer auch immer es hinterlassen hat, wer auch immer es hinterlassen hat, war nirgends zu sehen, so. Und du bist mit einer deftigen Ladung Mineralien zurückgekehrt. Ja, cool. Sehr schön. Geben wir jetzt was zu essen? Ich hoffe, dass Emmett ein bisschen was zu essen mitbringt. Captain, ganz in der Nähe wächst aus einem Riss in dem Boden eine aderige blaue Frucht. Sie pulsiert leicht. Möchtest du sie essen? Normalerweise würde ich einem Menschen niemals solch eine unbedachte und unverantwortliche Entscheidung überlassen. Doch in der Nähe befindet sich eine weitere Stelle, die abgeerdet zu sein scheint. Vielleicht ist sie essbar. Ich weiß, ich riskiere jetzt einiges, aber ich mach's einfach. Was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Ich hab Glück heute. Oh, mir geht's gut. Du hast beschlossen, dass man die blaue Frucht in der Nähe des Schiffs mal probieren könnte. Von Völlerei überkommen, sankst du deine Zähne in das Fruchtfleisch, doch aus Genuss wurde schnell blanker Horror. Die andere Hälfte war voller sich windender lila Würmer. Du versuchtest sie auszuspucken, doch dabei überkamen dich heftige Krämpfe. Als du einige Minuten später wieder zu dir kamst, behauptestest du, dass dein Gehirn würde brummen, als ob alles doppelt so schnell ablaufen würde. Dann machtest du plötzlich einen Handstand und liefst kopfüber umher. Diese Würmer haben dich offensichtlich, haben dir offensichtlich zugesetzt. Hoffen wir, dass sie keine bleibenden Schäden hinterlassen. Brillant, wendig, passabel. Das ist doch alles noch in Ordnung. Alles noch in Ordnung. Oh nein, Captain! Einer der Spinde klemmt und lässt sich nicht öffnen. Schlimmer noch, das ist mein Lieblingsspind. Wenn wir nichts tun, verlieren wir den Zugriff auf einige unserer Vorräte. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte. Ich habe kaum noch was zu essen. Ich hätte das ganze Essen jetzt essen sollen, ne? Oh, ich habe Essen dazu bekommen. Oh, gut gemacht, Captain. Der Spind ist offen. Es hat eine Weile gedauert, bis du den Dreh raus hattest und das Schloss knacken konntest, aber dein genialer Verstand hat triumphiert. Oder dein genialer Dietrich, oder beides. Du hast es nicht nur geschafft, den essentiellen Spind zu öffnen, sondern dort drin auch noch ein paar zusätzliche Rationen gefunden. Oh. So. Captain, ich habe ein paar Berechnungen durchgeführt und die Ergebnisse sind ziemlich düster. Wir werden nicht viel länger mit unseren Vorräten überleben. Ich fürchte, die einzige vernünftige Option ist, das Gefangenenschiff zu übernehmen, mit diesem den Planeten zu verlassen und nach einem neuen Zuhause zu suchen. Ich gebe zu, dass dies eine große Herausforderung darstellt, aber wir haben einfach keine andere Möglichkeit. Ja, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, ziehen wir es durch. Und damit du auch richtig schön gut drauf bist, kriegst du was zu essen dafür. Bitte, bitte. Ich will einmal nur Erfolg haben in diesem Spiel. Einmal nur. Okay, wir gucken erstmal, was hier passiert. Übernimm das Gefangenenschiff. Wir sind im Krieg, Captain. Du hast beschlossen, das Gefangenenschiff zu übernehmen. Wenn du Erfolg hast, werden sie natürlich für immer auf diesem Planeten gestrandet sein. Aber das ist wohl kaum dein Problem, richtig?
Schließlich reden wir hier von Schwerverbrechern und nicht irgendein Pfadfinderjungen oder dergleichen. Was auch immer mit ihnen widerfahren ist, sie haben es bestimmt verdient. Wir werden in ein paar Tagen angreifen. Du solltest bis dahin einen Angriffsplan erstellt haben. Für den Moment solltest du dich etwas ausruhen, Captain. Du wirst fit sein müssen. Emmett hat seinen wilden Rundgang im Sumpf überlebt. Er ist anscheinend ein bisschen kränklich, nährungsbedürftig und verstört. Okay, alles gut. Dass er kein Alien-Doppelgänger... Oh Gott. Aber das Wichtigste ist, dass er kein Alien-Doppelgänger ist, vermutlich. Du hörst geduldig zu, als er beginnt, von seinem sumpfigen Trip zu berichten. Der Sumpf war reich an Chemikalien. Emmett hat ein paar zusätzliche Verbindungen gesammelt. Nice. Eine Suppe hat er noch dazu bekommen. Wir haben jetzt also wieder drei Suppe. Können jetzt vier Suppen herstellen. Okay, und einen Verbandskasten. Aber wir sollten erstmal drei Suppen herstellen und dann den Verbandskasten. Verletzt bist du nämlich nicht, ne? Müde. Ich habe ein Nachweltenarchiv innerhalb der Ruinen gefunden, das öffentliche Informationen über die Geschichte dieses Planeten ausstrahlt. Ein Großteil der Daten ist mit der Zeit beschädigt worden und das, was übrig ist, klingt nicht gerade erfreulich. Die antiken Völker dieser Welt sind technologisch so weit fortgeschritten gewesen, dass sie sich letztendlich selbst zerstört haben. Wie es immer so ist. Sie haben ihre Welt verschmutzt, bis es kein Zurück mehr gegeben hat und sich in ein zweites Mittelalter voller Armut und Bürgerkrieg geraten. Danach sind sie einfach verschwunden. Das Archiv erklärt nicht wie. Geht es dir gut? Mit der Puppe bestimmt. Dass ich da die Puppe einsetze. Tag 52. Eine Schaufel! Wir haben eine Schaufel bekommen! Oh. Du bist wegen der Geschichte vom Ende dieser Welt und der Bedeutung für andere höchst fortschrittliche Zivilisationen so verstört gewesen, du musstest dir die Socke überziehen, um dich daran zu erinnern, dass letztendlich alles gut werden würde. Die Socke hat dich dazu inspiriert, ein paar kurze Schritte außerhalb des Shuttles zu unternehmen und dir den einst fruchtbaren Sand durch die Finger rieseln zu lassen. Als du danach gegriffen hast, sind deine Nägel über etwas Metall gekratzt. Dort lag eine Schaufel vergraben. Stammt sie etwa von früheren Entdeckern? Oh. Er ist nur noch schwach. Okay. Wie cool. Oh, wir kommen richtig gut voran. Alles wird gut. Alles wird gut. Da ist die Schleimspur. Fräulein, hörst du das? Herein! Herein zu Captain Cerberus, kosmischen Karneval. Kannst du Augäpfel schneller als 30 Tachyonen rasieren? Kannst du unseren Quiz bei 10 Gs beantworten? Wage einen Versuch und gewinne wertvolle Preise. Da draußen schwebt ein pangalischer Jahrmarkt. Es scheint zwei passende Spiele dabei zu sein. Einmal Drahtschlinge in der Schwerelosigkeit und ein Raumzeitkrümmungslabyrinth. Ich mach das Raumzeitkrümmungslabyrinth. Auch wenn ich gut momentan zu Fuß bin. Komm, gib mir Essen. Gib mir Essen. Bitte. Bitte gib mir Essen. Bevor Captain Cerberus kosmischer Karneval wieder abflog, hast du beschlossen, dich an Zobarathons Labyrinth zu versuchen. Ein endloses Wurmloch-Labyrinth, in dem der vielmäulige Zobator hinter jeder Ecke lauert. Du bleibst konzentriert und fandest rasch den Weg. Das 4 Meter große Clownskostüm, das die Show moderierte, zeichnete dich mit einem Gutschein für eine Winterdecke mit einem TOC-Wert von 13 aus. Und jetzt? Ich hab nichts dafür bekommen. Ich erfasse eine enorme Energiequelle unter der Oberfläche. Seismische Wellen. Ich denke, es steht ein Erdbeben bevor, nicht schon wieder. Der Shuttle ist robust, doch der Boden ist es nicht. Wir haben es öfters geschafft. Das heißt, unter uns ist jetzt ein Erdbeben und wir müssen versuchen, zur Seite auszuweichen auf dem Felsen. Und das haben wir bisher immer geschafft. Immer. Wieso sollten wir es diesmal nicht schaffen? Das ist doch hier die Frage.
Du hast die Schubdüsen des Shuttles verwendet, um auf ein besseres Stück Boden zu gleiten. Wir landeten genau am Rand des felsigen Bodens. Ha, schön. Dann ist gut, alles gut. Alles gut überstanden. Wir haben ordentlich Essen hergestellt. Wir haben jetzt wieder 5 Suppen. Du kannst noch einen Tag warten. Und du kannst auch noch einen Tag warten. Warum? Ich hatte doch so viel Beweglichkeit. Die Zeit ist gekommen, Captain. Heute werden du und dein Besatzungsmitglied das provisorische Lager der Gefangenen stürmen und versuchen, ihr Schiff zu stehlen. Ihr beide seid besser auf alles vorbereitet. Warum nicht Intelligenz? Wir sind 2 Intelligenzbestien. Du bist nicht wirklich sicher, wie groß die Gruppe ist und wie gut sie bewaffnet ist. Also ist die Mission sehr riskant. Jetzt gibt es aber kein Zurück. Frontal oder lieber einen türkischen... Wir versuchen uns anzuschleichen. Ach du Scheiße. Das war's. Das war's. Nein! Warum nicht Intelligenz? Warum nicht Intelligenz? Oh nein! Oh nein, das lief so gut! Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Nein. Kacke. Kacke. Ah, nein. Der Leben ist vorbei. Oh, 55 Tage. Dein Leben ist vorbei, Endstation. Oh, Captain, ihr beide habt gestern versucht, euch in das Versteck der Gefangenen zu schleichen, aber das Unterfangen hat schnell ein böses Ende genommen. Als ihr von Schatten zu Schatten gehüpft seid und auf eine Gelegenheit gewartet habt, einen der Schwerverbrecher auszuschalten, ist Emmett auf etwas Glas getreten, wodurch eure Beute aufgeschreckt ist. Der Mann hat Alarm geschlagen und es hat nicht lange gedauert, bis der Teufel los war. Als letzten Ausweg habt ihr die Flucht ergriffen, aber ein falscher Schritt hat genügt, euch beide von einer Klippe zu stürzen zu lassen. Ruhe in Frieden, Captain. Es war mir eine Ehre, deine computerisierte Assistentin gewesen zu sein. Ja, das Problem hier ist, ich wusste nicht, dass wir denen den Krieg erklären, wenn wir denen nicht helfen. Ich habe gedacht, wir helfen denen einfach nicht und dann ist gut. Dann wurde halt Krieg erklärt und dann war klar, in welche Richtung es geht. Es ging dann in die brutale Richtung und wir sind nun mal nicht für den brutalen Weg ausgelegt. Wir waren für den Weg ausgelegt, den Typen zu helfen. Ah, man sollte nicht immer alles als schlecht sehen, Leute. Man sollte nicht immer gleich sagen, hey, der Typ war im Knast, es ist jetzt voll der Bastard. Nein, man muss ihm helfen können. Die sind rehabilitiert. Und wir sind jetzt gestorben. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Abenteuer dabei wart. Wir sehen uns am Montag zur nächsten Runde wieder. Und vielleicht schaffen wir es dann. Jetzt kommt noch ein Blackscreen. Das heißt, knapp 18 Minuten Blackscreen, damit ja, die Folge spoilerfrei bleibt. Und ihr nicht wisst, dass ich jetzt geflohen bin oder gestorben bin. Ja, schade. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.